cars. To some, they're just transport. A convenient alternative to highly flammable dirigibles or walking. But you understand, cars are far more than this. They are our history. They mark the moments by which we define decades. Cars are some of the most intoxicating, most beautiful things ever forged by mankind. They represent the glory of technology, the essence of freedom, and have been the weapons in some of our most gripping sporting battles. They grip us, they cheer us on, they hold us up as heroes. So this is about the love of all things four-wheeled and fast. This is a shrine to power, to speed, to metal made beautiful. This is where dreams are driven. Welcome to Forza. Und damit sage auch ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Forza 5 auf der brandneuen Xbox One. Und wir gehen hier in eine Hochgeschwindigkeitsschauveranstaltung hinein, direkt mit dem nagelneuen McLaren 2013er P1. Eine Runde absolvieren wir auf diesem Karacho-Ding. 916 PS. Ja, mein Gott, Alter, hab ich das Ding hier herbeigesehen. Beides, die Xbox und natürlich auch Forza 5. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier die Kiste kann. Jetzt ist Ihre Chance, den McLaren P1 hautnah zu erleben. Und die Grafik ist natürlich eine Augenweide. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Öffnen Sie die Tür. Alter, boah, Brett. Steigen Sie ein. Alter, 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 Alter. Das wird jetzt... Starten Sie Ihr Auto und los geht's. Das wird jetzt, denke ich, eine ziemliche Granate werden. Ich werde gleich mal gucken. Ich muss mich wahrscheinlich hier gleich erstmal mit der Perspektive ein bisschen und den Schaltvorgängen zurechtfinden. Der Controller übrigens liegt sehr gut in der Hand. Oh ja, alter Schwede. Geil. So, wir sind schon mal in der Cockpit-Perspektive hier unterwegs. Alter, was ein brutales Ding. Wow. Und das Geile ist, die Trigger, die haben jetzt eigene Vibrationen. Das heißt also, man merkt jetzt beim Gasgeben, vibriert der rechte Trigger. Wie geil ist das denn? Alter, das Ding... Oh, das Pad, Hammer. Mir fällt nichts anderes ein. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen aufschließen können. Ich will natürlich die Murmel hier nicht platt machen. Wow, da müssen wir kurz andocken. Zurückspulen gibt es bei mir nicht. So, man hat hier sehr schönes Gefühl. Au! Man hat hier ein sehr schönes Gefühl für die Druckpunkte von der Bremse. Auch hier die Spiegelung in der Scheibe. Es ist einfach nur... Alter, es ist einfach nur brutal. Und jetzt komm, jetzt... Alter, mach doch mal Platz, du kleiner... Boah, Penner, die Scheibe kaputt. Fahr natürlich auch noch mit automatischer Schaltung hier. Das werden wir natürlich auch gleich ändern. Ja, mein erster Fahrsimulator im Let's Play. Und natürlich jetzt live fahren und noch und kommentieren und dann auch noch gewinnen. Wird natürlich richtig brutal. Wir werden natürlich sämtliche Fahrhilfen abschalten. Denn wenn, dann gebe ich es mir richtig dreckig. So, jetzt hier mal ordentlich durchziehen. Lass mal die 916 PS fliegen, Kollege. Oh ja, oh ja, oh ja. Und wir fahren übrigens hier durch das alte Prag oder durch die... Prager Altstadt hier, eine sehr schöne Strecke mitten durch das Tor hier, wie auch immer es heißen mag. Es, oh, Alter, wie geil das blendet. Man sieht die Straße kaum noch. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Kurz angeditscht hier, kurz in die Bremse rein, in die Kurve reingebremst. Ah, und das Ding, es ist ein Gedicht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein Gedicht. Ich weiß nicht, wie viele Rennsportfans jetzt da draußen sind von euch. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr einen Fahrsimulator spielen wollt, vergesst Gran Turismo. Ne? Ich war furchtbar enttäuscht. Und seit Gran Turismo 4 oder 5 bin ich ein Freund von Forza. Und haben auch hier gleich den ersten Platz gemacht. Ne? Ich will jetzt hier kein Hating gegen die PS4 oder PS3 oder whatever
Oh, die Kiste hat ein bisschen gelitten. Das tut mir leid. Das ist bestimmt ein sechsstelliger Schaden. Aber hey. Dieses Rennen war nur ein Vorgeschmack auf das, was Sie noch erwartet. Oh, Alter, das auf Ding. Auf Ihrer Reise durch die Welt des Automobils werden Sie noch viele schöne Autos, alte Feindschaften und neueste Technologie erleben. Aber das gerne. Alter, der Controller ist ein Genuss. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, ne? War jetzt das allererste Mal, dass ich gespielt habe, also natürlich alles total blind. In Ligen werden Sie viele Autoarten wiederfinden. Von Oldtimern über Sportwagen bis Gran Turismo-Autos. Ihre Karriere beginnt mit der Modern Sport Compact Meisterschaftsserie. Doch bevor Sie Ihr Auto wählen, wollen wir von Top Gear noch mehr über die Gruppe erfahren. When, in 2012, Mr. Toyota and Mrs. Subaru announced the arrival of their twins, GT86 and BRZ, the world rejoiced. Here were two cars designed not to save the planet, nor to take your entire extended family to the seaside in a modular lounge environment. No, they were designed to make you smile. They were small, lightweight, skinny-tired, rear-drive, and affordable. This was the beginning of a new age for sporty motoring. Only it wasn't. If you looked hard enough, there've always been affordable cars designed to brighten up your day. Mazda especially has always provided for the enthusiastic driver. That's why it made the simple, wonderful MX-5 and the RX-8. The Honda S2000, meanwhile, is a complete screamer, and it's possible the same applies to the Hyundai Genesis. But I'm not sure, as it's only sold in Korea and the United States. Wählen Sie aus dieser Liste Ihr erstes Auto. Mit ihm werden Sie weltweit an vielen Rennen teilnehmen. Wählen Sie also das Auto, das Ihnen am meisten zusagt. Ja, vielen Dank. So viel auch von Top Gear. Jetzt wollen wir hier mal gucken, was haben wir da? Mazda RX-8, mich würde es ja mal interessieren, einen Wankel zu fahren. Wichtig ist, ich persönlich bevorzuge auch im privaten Sektor Fahrzeuge mit Hinterradantrieb, weshalb hier, wobei der Golf R mit Allrad ginge auch noch, was haben wir hier noch, den Toyota GT86. Also die Murmel natürlich nicht, ne, den MX-5, mit dem kannst du mal die alte irgendwie hier, kannst du mal zum Strand fahren und das war's auch schon. Ach nee, jetzt ist da ja auch 500, was ist denn... Ach, die werden aufgewertet. Ach, das ist aber lieb. Honda S2000 natürlich auch ein brutales Gerät hier. BMW M-Coupé, zu dem tendiere ich ja ein bisschen. Möchte gerne was hier... Oh, nee. RS3, also... Pff, oh, Alter. Da muss ich schwer atmen, weil das Ding gefällt mir optisch mal so gar nicht. Es sieht aus wie ein Rollschuh. Subaru natürlich auch, sehr geil. Boxermotor, ein Traum. Aber wir kriegen ihn gratis. Ich bin dafür, dass wir uns mal an dem BMW versuchen. Heckantrieb natürlich. Oder halt der Golf ist natürlich auch ein Fahrzeug, was sich hier nicht verstecken braucht, der Golf R. Und Allrad ist natürlich Porno. Da bin ich jetzt ein bisschen hier, wie sind wir da? 264 Kilowatt. 476 Newtonmeter Drehmoment und wiegt 1400 Kilo knapp. Und Gewichtsverteilung ist natürlich immer recht interessant. 2 Liter Hubraum, der hier rein. Ah, also der BMW, der robbt natürlich schon ein bisschen mehr. Der Audi ist mir ein bisschen zu frontlastig. Wir werden den BMW nehmen, komm. Dies sind die für Sie zusammengestellten Designs aus der Cloud. Mit der Zeit erkennt die Cloud Ihren Geschmack und richtet sich daran aus. Okay, mein Geschmack ist relativ einfach. Bin da nicht so. Oh, der sieht auch geil aus. Guck mal, so ein Silber, also gebürstetes Edelstahl. Boah, geil. Komm, den nehmen wir mal. Also das Ganze ist ja hier Cloud-powered. Das soll sich ja fahren wie gegen echte Menschen. Ich bin mal gespannt. So gefällt er mir. Wir erhalten unser erstes Auto kostenlos. Ich bin schon... Alter, es ist ein geiles Gefühl, endlich wieder eine schöne Fahrsimulation hier in Händen zu halten. Das ist Ihr 2011er BMW 1 M Coupé. Dankeschön. In Ihrem Karriere-Homespace können Sie Autos individuell anpassen und auf Forza Vista zugreifen. Ihre erste Karriere beginnt mit 5 der besten Rennstrecken der Welt.
Was leider in Forza 5 fehlt, was ich mir habe sagen lassen, mehr habe ich mich auch nicht gespoilert, ist ein... Heute begeben wir uns in die verschneiten Täler der Berner Alpen in der Schweiz. Oh, sehr schön, die Berner Alpen, das wird geil. Was auf jeden Fall fehlt, ist entweder der Hockenheim oder der Nürburgring. Das weiß ich jetzt nicht. In der Day One Edition war jetzt auch noch ein Riesenpaket an Autos dabei. Das ist ganz geil, kann ich mal kurz erzählen. Das sind alles so einfach so QR-Codes und die hältst du einfach kurz hier in die Nähe von dem Kinect-Sensor und der sieht das dann und pupp, und Inhalte werden installiert. Sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Ich habe ja da nicht so das Problem, wo da die anderen Leute ja viel mit Datenschutz so geschrien haben, aber hey, sie überwachen uns doch so oder so. Gut, so viel dazu, wie gesagt. Es gibt keine KI-Fahrer. Dank der Drivatar-Cloud-Technologie treten sie immer gegen echte Spieler mit ihren speziellen Fahrstilen an. Boah, und da bin ich jetzt richtig drauf gespannt. Also wie gesagt, ich möchte auch unter meinen Videos bitte nicht irgendwelche Xbox und PS4 und hast du nicht gesehen, hier Hater-Kommentare. Das fliegt alles unangekündigt lösche ich das. Ich möchte hier keine Diskussion, weder so oder so. Oder ein Geflame nicht. Eine Diskussion kann man gerne führen, aber kein Geflame. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Drivatar-Technologie aussieht. Ich möchte mal kurz hier in die Fahrhilfen rein. Das ist eine realitätsgetreue Simulation, in der Ihnen mehrere Fahrhilfen zur Auswahl stehen. Im Fahrhilfenmenü können Sie die Einstellungen anpassen, um so den vollen Umfang dieser Simulation erleben zu können. Handschaltung mit Kupplung wäre natürlich geil, mache ich aber mal nicht. Wir machen aber hier volle Simulationsschaden. ABS nehmen wir mal mit. Oder was haben wir da? ABS aus. Bremshilfe, Ideallinie weg. Ich lasse mir mal nur die Bremshilfe anzeigen am Anfang, um mal ein bisschen reinzukommen. ABS lassen wir weg. Fats braucht keine Sau. Und würde ich sagen, Lenkung normal. Simulation natürlich. Wir wollen hier alles, ich möchte alles erleben, wie es ist. Wir kriegen 50% Bonus. Schaden, Kraftstoff und Reifenverschleiß haben wir natürlich auch mit drin. Ich möchte jetzt nur gucken, drücken Sie Y, um schneller aufzusteigen. Drivatar schwierig halt. Für Rennen gegen erfahrenere Drivatars erhalten Sie Bonus-Credits. Je schwieriger, desto höher sind die Gewinne. Boah, wenn Sie früher Forza Motorsport gespielt haben, schalten wir mal auf sehr erfahren. Das wird jetzt ziemlich böse, glaube ich. Ich möchte noch kurz die Steuerung festlegen. Und natürlich Handschaltung ist noch ein bisschen... Wie geht denn das? Wo muss ich hier drücken? Ich drücke gerade mal. Ich weiß nämlich noch nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Drücken Sie Y, um schneller aufzusteigen. Nein, ich möchte mal kurz in die Config rein. Eine Sekunde. Also, so sieht übrigens hier das Dashboard aus. Da kann man dann hier immer so schnell hin und her switchen. Wahrscheinlich muss ich das hier irgendwo festlegen. So, und jetzt muss man hier mal kurz... Wir haben nämlich keinen Startbutton mehr. Ich weiß nämlich noch nicht, wie wir schalten. Und es geht schon direkt los. Oh ja, das wird spannend. Ah, okay, die Schaltung ist so, wie ich sie haben möchte. So, jetzt mal gucken hier. Ah, ja. Wow, fuck die Henne, Alter. Ach, da ist die Handbremse. Scheiße, ey. Wow, das gibt doch hier gleich schon. Okay, Reifen sind schon mal auf Temperatur. Jetzt hier erstmal ein bisschen durchziehen. Ich weiß noch nicht, wo wir zurückschalten. Mit Y spulen wir nämlich zurück. Ah, okay, das geht hier mit X. Alles klar. Okay, muss man sich noch mal kurz reinfinden. So, und jetzt heißt es hier die Aufholjagd starten. Oh ja, und die Drivatare sind natürlich schon weit... Alter, was? Fährst du dich dann wie ein Stück Scheiße, ey? Alter, 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 Alter. Oh, fuck it. Vielleicht habe ich es mit der Schwierigkeit ein bisschen übertrieben. Aber ich habe ja schon öfter mal ein Forza-Spiel gespielt. Oh, hier ist natürlich... Alter, die... Oh Gott, die Schüssel ist... Oh, wie die sich schüttelt. Alter. Ja, ich muss doch mal irgendwann die Steuerung umlegen. Komm, lass knacken hier. Hoch den Berg. Natürlich hier in der Kurve zu heftiges Gas geben oder bremsen. Obwohl uns hier 18,6 Grad angezeigt werden. Ich weiß noch nicht, wo die sein sollen. Oh,
Boah, soundtechnisch auf jeden Fall eine wahre Meisterleistung. Ich sehe nichts. So, müssen wir uns erstmal ein bisschen hier an die Schüssel gewöhnen. Alter, und die anderen, wow. Ich glaube, das Rennen können wir direkt mal in den Harz treten. So, ja, erstmal ein bisschen warm fahren, ne? Ja, hier hat es schon ein bisschen gescheppert, egal. Müssen wir leider, wow, fuck, Alter. Komm rum. Ja, ja, komm, die Reifen sind auf Temperatur jetzt. Alter, ich glaube, das Rennen starten wir mal kurz neu. Boah, fuck it, Hilfe. Ich möchte gern, ah ja. Schön, wie dann hier so die Hilfe einblendet, finde ich hübsch. Möchte ich aber jetzt nicht, danke, weg. Head-Tracking, was ist denn das hier? Head-Tracking. Aus. Sitzen Sie aufrecht, entfernen Sie große Objekte aus der Umgebung. Es darf sich immer nur ein Spieler vor dem Sensor. Oh, das ist ja geil. Komm, das probieren wir mal aus, wie das funktioniert. Vielleicht, wenn ich dann so ein bisschen den Kopf drehe. Sorry, Leute. Also das Rennen starten wir natürlich nochmal neu. Ich hoffe, der kriegt das jetzt hier auf die Kette mit dem Mikrofon, dem ganzen Schieß. Oh, Head-Tracking. Alter, ja, ich möchte gerne... Der hat nämlich auf X runterschalten. Ich möchte gerne auf A runterschalten. Da muss ich. Aber gut, das, ich gewöhne mich da jetzt halt dran. A ist eine Handbremse, brauchst du hier nicht, ne? So, wir machen ein bisschen Gas. Ein bisschen sanft. Alter. Ja, okay, das mit dem Head-Tracking hat sich dann. Alter. Hallo. Ah, geradeaus. Gut. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, ein bisschen mit dem BMW. Erstmal den schönen M ein bisschen auf Temperatur bringen. Wir wollen ja den Motor nicht verheizen. Gutes Überholen. Oh, die fetzen sich hier hinter uns schon ordentlich hier die Zähne rein. Alter, wie sieht denn die Karre hier vor uns schon wieder aus? Wer ist das überhaupt? High Storm. Hast du nicht gesehen. Also müssen wir unbedingt an der Verspoilung von der Schüssel müssen wir aber unbedingt noch was ändern. So, wir fahren ein bisschen aggro. Ja, komm her. So, wir gehen jetzt gleich mal ein bisschen innen vorbei. Machen die Mücke zu. Und einfach auf dem Gas stehen bleiben. Genau, so klappt es. Guter Drift, danke. Danke, danke. Zurück nach Köln. Sorry, Jungs, sorry. Ich fahre gerade wie die letzte Sau. Aber hier ist die gesenkte Wildsau am Start. Und Leute, hier die Driver-Tare, die sind nicht... Aua. Schaden an Bremse vorne rechts, Schaden am vorderen Antrieb. Antrieb oder Abtrieb? Wir haben doch vorne gar keinen Antrieb. So, wir driften ein bisschen. Kostet zwar ein bisschen Zeit, aber dafür sieht... Alter, ich fahre wie der letzte Hugo. Alter. Wenn ich gegen mich selbst fahren müsste, würde ich wahrscheinlich noch gewinnen. Alter! Wow, sorry, Kollege. Geht auf mich, ne? Trinken wir nachher mal einen. So, und jetzt kommen. Wir sind 10. von 16, also... Oh ja, man merkt auch jetzt schon hier vorne mit dem Defekt. Das Problem ist... Alter! Dass die Kiste einfach... sehr locker auf der Straße liegt. Da finde ich mal cool, dass wir mit ein bisschen leistungsfähigeren Fahrzeugen direkt mal hier an den Start gehen. War ja früher nicht so. So, komm. Wow, fuck it, ey. Du Alter. Alter. Okay, Jungs, das machen wir nochmal. Und Mädels, ich muss mich hier kurz mal in das Spiel reinfinden. Das dauert natürlich ein paar Minuten. Alter. Der hockt aber auch scheiße auf der Straße. Hätte ich bloß den Golf genommen. Mit dem Allrad, da kannst du hier natürlich... kannst du hier alles reißen. Oh, jetzt aber hier. So, lass mal ein bisschen scharren. Und jetzt ordentlich durchziehen. Wenn du hier natürlich jetzt noch mit Kupplung schaltest, aber das ist mir jetzt ein bisschen rack, weil die Kupplung sitzt nämlich auf irgendeinem von den Schultertasten. Und das ist mir dann ein bisschen zu blöd. So, wir müssen uns ein bisschen außen halten. Nicht zu viel Gas. So, kurzen Blick hier auf dem Drehzahlmesser. Wow.
Oh, ein bisschen über die Curbs drüber und jetzt hier nochmal voll durchziehen. Bin ich schon am überlegen, ob ich das lieber im Post-Commentary machen soll, aber Alter, fuck it, ey. Halt die Fresse, du Gimp. Oh, das war's. Nee, ich will nicht zurückspulen. Vergiss es. Wir starten es nochmal. Vergiss es. Okay, haben wir mal die Zurückspulfunktion gesehen? Alles klar. So, wunderbar. Schön gefangen wieder. Aber zurückgespult wird nicht. Das konnte man beim alten Forza auch abschalten. Ja, da trägt es uns ein bisschen nach außen. Nicht schlimm. Ein bisschen mit dem Arsch auf den Dreck.